Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Mond in der Jungfrau. Wir wissen, Mond in der Jungfrau steht für Heiterkeit, Leichtlebigkeit, Lebensfreude, überschäumende Gefühle und... Gefühlsausdruck ist stark reduziert, Ängste, Misstrauen, große Kontrollzwänge, der Hypochonder und der Risikominimierungsabsichten, die Welt ist schmerzvoll und gemein, lebt gern in der Opferrolle, das Leben wird oft als Belastung empfunden, geht sehr vorsichtig und ängstlich durchs Leben, leidet unter Minderwertigkeitsgefühlen, große Schuldgefühle, gelebter Reduktionsdrang. Ja, das passt ja ganz genau. Volksgenossen, wir brauchen kein Warum ist Wasser mehr. Das ist ja genau das Thema Jungfrau. Ja? Genau, das ist ja Mond in der Jungfrau. Ich entsinne mich noch. Ja? Ich war auch mal jünger, ja? Ich war auch mal ein Kind und eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war es, hinter meinen Eltern oder meiner Schwester oder wen auch immer, gleich das Licht abzudrehen. Ja? Ich habe quasi schon als Kind am Lichtschalter gewartet, ja? Und jemand das Zimmer verlassen hat, dann habe ich sofort Strom sparen. Ja? Also für mich war als Kind Stromsparen eine der zentralen Lebensinhalte. Ja? Also Stromsparen war für mich ganz wichtig. Und ihr könnt euch, glaube ich, das ist eine meiner Hauptidentifikationsfiguren, ja. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ich meine, die Jüngeren vielleicht nicht so sehr, aber es gab ja mal den Sparefroh. Ja, der Spare, ich wusste nicht, dass der Sparefroh aus Deutschland kommt, ja. Ich dachte, das wäre sozusagen eine Erfindung von unseren Volksgenössen, ja, weil wir haben ja die Zentralsparkasse, die ehemalige Zentralsparkasse, die dann in der Bank Austria untergegangen ist, oder wie man sagt, ja, damals war es, kann man sich nicht vorstellen, das ist ein Scherz, ja. Verschwörungstheorie, damals, es gab ja eine Zeit, wo noch gespart wurde, logisch, ja, also das war nicht nur in Zeiten vor dem digitalen Geld, vor der totalen Verglückseligmachung und damals wurde tatsächlich gespart und ich hatte ein Prämiensparbuch, 10% Zinsen. Das sozusagen, ich glaube, es war eine Bindung, 10 Jahre. Und das haben damals meine Eltern auf mich eingezahlt. Und das hat dann 10% Zinsen gebracht. Also das heißt, unvorstellbar, ja? Auf ein Sparbuch 10% Zinsen. Naja, damals gab es noch reales Geld und damals konnte man nur so viel Geld eben investieren oder ausgeben, wie viel da war. Das heißt, wenn man auf eine Bank zu einer Bankfiliale gegangen ist und gefragt hat, gibt es einen Kredit, dann musste der Filialleiter nachschauen, ob im Tresor genug Bargeld vorhanden war. Wenn nicht, hat es schwierig ausgeschaut. Es gab dann noch die Möglichkeit, dass man an eine größere Bankfiliale sozusagen in Wien verwiesen hat oder an die Zentrale, bitte probieren Sie es dort noch einmal. Das heißt, so aus dem Handgelenk, so wutsch, wutsch, Kredite, das hat es nicht gegeben. Und wir wissen, der Sparefroh kehrt wieder zurück. Und hier sehen wir, Mond in der Jungfrau steht im zweiten Haus. Also das heißt, hier kommt das Thema Sparsamkeit wieder zurück. In Mode, ja, es kommt wieder in Mode, das kommt, ist wieder zu den Tugenden. Früher ab den 60er Jahren war es ja Verschwendungssucht, Geld beim Fenster rausschmeißen, ja, da mach dir keine Sorgen, alles geht, über Kredit geht alles sozusagen, dass man das dann auch irgendwann einmal zurückzahlen muss. Naja, das haben dann die Pfändungen, die zahllosen Pfändungen jedes Jahr dann bewiesen. Aber wie es auch immer war, ja, die Leute, man hat dran geglaubt und es war großartig, wunderbar. Mond ist eingeschlossene Herrscherin des 12. Hauses. Verwunderlich für uns, dass das Thema Betrug und Finanzen schon wieder miteinander zu tun haben. Aber so wie es ausschaut, dürfte, ist ein aktuelles Horoskop. Also das heißt, das können wir bestenfalls, was denn, bis Dienstag, ja, und dann kann man es vergessen oder Mittwoch vielleicht. Und das würde bedeuten, dass heimlich, weil es ja verborgen ist, ja, dass der Betrug hier nicht mehr so läuft. Ja? Das ist sozusagen die Wahrheit. Nach außen hin, ja, Strahlemann und Söhne, das heißt Herrscher von 1 und Herrscher von 2, werden ja von Löwen, ja, bestimmt, also Sonne als Herrscher von 1 und 2
Also hier nach außen hin, Strahlemann-Image, schauen wir mal, vielleicht haben wir da Waagegrade 15,58, also 16 Grad eindeutig. Waagegrade von 15 Grad bis 17 Grad 30, nach außen hin soll die Harmonie vorgeblendet und getäuscht werden. Und wir haben auch den Herrscher des zweiten Hauses in 11 und das bedeutet, dass der Euro natürlich sehr stark von den Urlaubsstaaten abhängig ist, also das heißt von der Gemeinschaft, von der wundervollen Gemeinschaft, dieser großartige, diese fantastische, einzigartige, überirdische, glückselig machende Konstruktion. Wir können uns vor Freude und Begeisterung kaum noch einrenken. Wir sehen auch hier, gut, das ist jetzt wieder Verschwörungstheorie, das ist wieder übertrieben, über 15 Grad Skorpion zu spiegeln, ein großes Sakrileg, aber wir sehen, dass hier sich sehr schnell ein Spiegelpunkt zwischen Mond und Pluto aufbaut und Pluto als Herrscher des fünften Hauses ist schon mal eine starke Information. Warum? Weil er einerseits hier untergeht, ja, wir sehen es am Untergang und hier sehen wir auch Herrscher des fünften Hauses, der Wohlstand, das Wachstum, ja, geht unter, soft ab, rückläufig ins sechste Haus hinein, mit voller Kraft zurück. Und hier sehen wir natürlich auch, was der Grund, ja, was der Grund für die Sparsamkeitsanwandlungen des Finanzsystems sind. Also, ja, Volksgenossen, wir müssen wieder ökonomisch umgehen und Verantwortungsbewusstsein und Sparsamkeit, die alten Tugenden unserer Vorfahren wieder hochleben lassen. Ja, großartig, großartig. Es kommt wieder zurück, es kommt alles wieder zurück. Die große Sparsamkeit, man wird, na, diese Schuhe wird nicht gehen, ja, weil die zerfleddern ja bestimmungsgemäß nach einem Jahr. Aber vielleicht, wenn dann wieder gutes Schuhwerk gebastelt wird, wie die Waldviertler zum Beispiel bei uns, haben wir dann natürlich wieder das Phänomen, dass Schuhe vererbt werden. Die werden weitergegeben. Ja, ja, früher wurden Kleider auch weiter. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Gell? Heute wird alles in den Kleidercontainern fachgerecht entsorgt. Und früher einmal gab es tatsächlich Zeiten, wo man Bekleidung sozusagen weitergegeben hat. Also ganz unvorstellbar, konsumfeindlich eigentlich, unvorstellbar. Ja, unvorstellbar. CO2-schädlich womöglich. Das Weitergeben von Kleidern ist CO2-schädlich, vermute ich, es ist alles. Es hängt ja alles letztendlich auch mit dem Klima zusammen. Wir sehen in diesem Horoskopklima 1, 2, 3 Planeten im 11. Haus. Venus geht sich nicht mehr aus, also gemäß meinen Berechnungen. Die Venus hat hier 10 Grad 9 Minuten und das 11. Haus hat hier 13,28 und das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr gut. Das heißt, hier hat die Venus den Anschluss verpasst. Schade, dumm gelaufen. Herrscherin des 11. Hauses, Venus wäre schön, hätte gut ausgehen können, ja, ist aber die Venus nicht nur Herrscherin des 11. Hauses, sondern auch Herrscherin des 4. Hauses. Und hier erkennen wir ebenfalls, auf der einen Seite ist die Situation mit den alliierten und verbündeten Staaten doch 10. Haus ganz schön ernst, aber man nach außen hin Harmonie, Frieden, Glückseligkeit, Fülle, wohin das Auge reicht, ja. EFG, Fülle, nach Fülle kommt die Gülle, aber das reimt sich. Es reimt sich nur, es hat aber auch hier keinen Zusammenhang mit nichts. Wir sehen auch hier Venus als Herrscherin des 4. Hauses. Ja? Venus als Herrscherin des 4. und 11. Hauses im 10. Haus. Naja, was könnte dies bedeuten? Das könnte zum Beispiel bedeuten, eine von mehreren Varianten, Bevölkerung, Gruppenbildung, wichtig. Ja. Also es wäre für die Bevölkerung anzuraten, 10. Haus, Gruppen zu bilden, aber auch harmonisch, in Frieden und Freude, so wie es ja richtig gehört. Ja. Wir wollen uns in Frieden und Freude und nicht in Dominanz begegnen. Das wäre eine mögliche Erklärung. Eine andere mögliche Erklärung wäre es, dass die Schergen der Bevölkerung auf die Pelle rücken, 10. Haus. Ja, also hier, dass auf die Einhaltung von gewissen Vorschriften sehr gepocht wird, weil das 10. Haus steht ja auch für Strenge. Ja, Gesetze, Vorschriften sind im 9. Haus, aber wir sehen hier eine gewisse Strenge. Ja, das ist eben, dass die Schergen strenger zur Bevölkerung sind. Das wäre für mich die zweite plausible Erklärung. Wir sehen auch Herrscher von 1, Sonne, Geburtsregent, im 11. Haus, was bedeutet eben jetzt, Momentaufnahme, dass im derzeitigen Zustand
sehr viel von den alliierten und verbündeten Staaten abhängig ist. Ja? Also das heißt, wir sind auf Gedeih und Verderb von Wohl oder von der Gunst der verbündeten alliierten Staaten abhängig. Das ist natürlich jetzt nicht sehr angenehm, aber hier steht es drinnen, zumindest für die nächsten paar Tage. Also das heißt, Pfingsten werden wir in Abhängigkeit hier offensichtlich gut überstehen. Wie gesagt, zum zweiten Haus haben wir auch schon gesagt, zweites Haus, dass der Euro eben sehr stark von den Mitglieds-, von den Teilnehmerländern abhängt. Das ist so eine No-Na-Net-Aussage, logisch. Ja. Aber es steht hier eben ausdrücklich drin, explizit. Ja, das dritte Haus, Wirtschaft, Handel und Industrie, auch nicht ganz uninteressant, auch nicht ganz unwichtig, hängt auch im 11. Haus drin. Ja. Herrscher von 3 und hier haben wir da den Herrscher von 12. Und da wird es interessant. Also das heißt, wir erkennen, dass derzeit die Zahlen im Zusammenhang mit Wirtschaft, Handel und Industrie nicht der Wahrheit entsprechen dürfte, was uns vollkommen überrascht. Überrascht uns vollkommen, wir hätten es uns nie gedacht und bitte die Decken abstützen, damit für dich keine Welt zusammenbricht. Ich würde sagen, lassen wir den dritten Teil, den zweiten folgen und schauen wir, was wir dann aus dem Mars Herrscher von 10 in 10 herauslesen werden und Jupiter genau an der Spitze des 10. Hauses, die stärkste Besetzung dieses Horoskopes nach dem Pluto, Herrscher von 5, Spitze 7. Weiter zum dritten Teil. Ende.